So, euer Mr. Eos befindet sich jetzt in der Nähe von Geier, das ist hier im Erzgebirge. Geschätzte 400, 500, 600 Meter. Erstmal hier an der Berg ist direkt noch ein Stück auf 600 Metern bis 800 oder 850, knapp 900. Aber wir sind halt 900 bis 1200, 1214 genau. Topografie ist genau mein Ding, aber wir sind jetzt circa, ich werde es dann nochmal checken, wo, wie hoch wir sind. Jetzt haben wir hier auch mal auch meine kleine eine Bank hier hinten, da kann man ein bisschen chillen. Es dürfte hier kurz vor Geier sein. Wir gehen mal kurz in den anderen Modus. Da könnt ihr sehen, dass man hier chillen kann. Ganz gechillt. Gehen wir rüber mit dem neuen Gimbal. Übrigens, das ist die neue DJI Osmo Pocket. Beinahe der Hof auf Hose aufgeflitzt hier. Und die macht schon mal ganz nice Bilder hier. Einfach mal im Wald stehen und Mr. Eos macht hier irgendwelche Aufnahmen mit seinem Mini-Gimbal. Das ist wirklich nicht größer als ein Schokoriegel des Dingens. Ich denke mal, wir sehen uns gleich. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Wanderweg. Der geht hier schön durch Nadeln und also Mischwald eher durch. Und das ist ganz gechillt, sieht das hier aus. Ein schöner Wald. Ich denke mal, das ist wirklich so ein richtiger Pilzewald. Ich denke, hier trennen sich die Wege vieler Wanderer. Habt ihr euch gestritten? Teilt euch den Weg? Geht einer nach links, der andere nach rechts? Streitet nicht, versucht es zu vermeiden. Denn getrennt gehen ist nicht immer vorteilhaft. Das ist dann doch schon ein schön und gechillter Wald, wie ich finde. Schön ruhig. Schön bemoost. Ich und dieser Baum sind vielleicht nicht ganz gleich alt. Ich denke, er ist ein bisschen jünger, aber ich hoffe, er wird noch 100 und mehr. Ich glaube, bei Geier wurden schon mal Filme gedreht, aber ich kann mich gerade nicht erinnern an welche. Irgendwas. Filme. Hier seht ihr feinstes Wasser. Ich denke, hier oben ist eine Talsperre, die werden wir gleich noch begutachten. Jetzt können wir mal gucken, ich hoffe, da fällt nicht hier rein. Auch so schön stabilisiert, dieser DJI Osmo Pocket heißt er. Ich möchte jetzt meine Sony doch nicht überall hin mitschleppen, das Riesending. Deswegen ist dies die ideale Wahl. Die Bundestagswahl ist es nicht. Die ideale Wahl für ein Gerät zum Mittransportieren. Unauffällig. Auffällig, unauffällig. Jo, dies ist ein erfrischendes Gewässer. Zum erfrischenden Gewässer haben wir hier diese. Na gut, es ist jetzt wirklich nur ein Teich. Aber es ist mal eine gelungene Abwechslung anzuschauen. Weil kann man seine Zehen reinhalten. Stehen wir gehen mal auf den Steg, wenn er schon so einladend hier ist. Und hier haben wir wie bei der Titanic, ich hoffe, es hält alles. Wie bei der Titanic haben wir hier einen Steg vorn. Da können wir jetzt die Titanic-Melodie kurz einblenden. Aber wegen Urheberrecht machen wir das lieber nicht. Immer schön festhalten den Gimbal. Vielleicht mache ich noch irgendwann eine Schlaufe rein. Ich habe ein bisschen Angst. So, jetzt seht ihr Mr. Eos wieder in der Ich-Perspektive und im Hintergrund natürlich diesen wundervollen Teich, der hier einfach nur da ist und umrundet werden möchte. Vielleicht werden wir es mal tun. Den Teich umrunden. Neugierige Fahrradfahrer. Was macht der Mr. Eos mit einem Stock in der Hand? Ach, das ist ein Schokoriegel, den ich einfach so hochhalte. So schaut's aus. Ich finde, diese Gegend hat schon was. Ich zeige sie euch lieber nochmal. Müsst ihr nicht die ganze Zeit den Mr. Eos angucken. So. Ich denke mal, da kann man das Geteich umrunden. Da hinten, Tinten. Eine Bank, Bank, eine Bank. Ja, haben sie schon Gutes geleistet, dass die Menschheit auch mal sitzen kann. Und wir werden nicht alles filmen.
Aber dies ist das Gewässer. Vielleicht wohnen hier Fische drin. Dies ist mein Schatten. Seht ihr ihn? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Mein Schatten. So, hier ist wieder Mr. Eos back on the car. Bisschen wieder im Schatten. Wir sind ein bisschen gewandert jetzt. Und mein Vorschlag wäre, ich suche einen Lebensmittelhandel auf, wo ich mir was zu trinken holen kann. Dann geht's weiter an der Tour. Dies ist noch keine Regeltour, die kommt noch. Dies ist einfach nur eine Checker-Erkundungstour. Check-it-out-Tour und Gimbal-Test-Tour und DJ Osmo-Tour und bla bla bla. Es geht gleich weiter. Punkt. Guten Morlock, muss ich mal zwischendurch sagen. Guten Morlock, guten Morlock, guten Morlock. Wir sehen uns gleich. Wie ihr jetzt wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, bin ich ja doch jetzt nochmal im Erzgebirge. Also Annaberg-Buchholz ist das hier gelandet und habe mir jetzt nochmal hier so einen Eiskaffee geholt. Ich wollte mir jetzt kein anderes Getränk. Das ist jetzt erfrischend und durstlöschend. Und dann nochmal ein Espresso-Latte, Latte Macchiato und ein Espresso. Das ziehen wir uns jetzt rein. Im schönen Erzgebirge. Gucken gleich nochmal kurz vor. So, jetzt kostet mir das Latte Macchiato. Und werden sehen, dass es wahrscheinlich schmeckt doch sehr wunderbar. Kosten wir es mal. Ja, schöner Eiskaffee. Ja, kostet zwar um 1 Euro, aber das macht ja nichts. Schmeckt ganz anders im schönen Erzgebirge. Ja, ich zeige euch nochmal hier ein bisschen was davon. Immer schön lächeln. Da draußen ist es. Warum müssen in dem Moment Autos kommen? Warum? Das schöne Erzgebirge. Hin fort. Jo, jo, jo. Da haben wir da einen kleinen Abgrund. Das ist einfach nur Flocken auf die Art kann manchmal anstrengend sein, weil ich will ja nicht immer die Leute und alles so filmen, aber das ist Boogie. Wir gehen jetzt einfach mal dran vorbei. 1, 2, 3 und dann filmen wir rüber. Aber das weiß ich noch nicht. Das haben wir dann da. Das ist der Hausberg von Annaberg. Der ist sogar auf 850, knapp 900 Metern, soweit wie ich weiß. Wir werden das vielleicht auch nochmal alles checken. Vielleicht blende ich das irgendwie mit ein. Die Höhenangaben. So, was macht Mysterios jetzt noch? Er checkt mal kurz aus vom Parkplatz und guckt mal die nächste Location an.